So, dann bin ich wieder. Hallo, herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video aus der Halle und heute einem sehr, sehr geilen Video, weil wir haben uns dieses Wochenende jetzt nicht vorgenommen, dass der S3 jetzt endlich an den Boden kommt. Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, da haben wir nach und nach die Steuerung eingebaut. Die funktioniert soweit auch, der Ausbau ist fertig. Der ist jetzt nicht so clean, wie ich es wollte, aber sie ist so, dass ich genug Platz im Kofferraum habe und vernünftig nutzen kann. Die haben wir auf jeden Fall schon getestet mit Mike, also deswegen auch alle Dämpfer sind schon funktionierend. Und ja, heute wollen wir eben, sagen wir mal, heute Abend schon ein bisschen anfangen, schon mal ein paar Sachen vorzuarbeiten. Einerseits werden wir jetzt gleich mal die Leitung verlegen, deswegen stehen wir auch auf der Grube. Am Ende steht auf Böcken für die Dämpfer und sowas, aber da wollen wir uns nicht unbedingt runterlegen. Und deswegen legen wir jetzt die Schläuche für die Luftleitung. Die werden höchstwahrscheinlich in die Bremsleitung oder so lang gehen. Wir müssen mal gucken. Darf ja nicht an Stellen kommen, wo es zu offen liegt oder wo man beim Lenken dran käme oder sonstigen. Das muss ja alles funktionieren und vor allem werden der Fahrer nicht wegfliegen. Aber wir haben auch noch eine andere Sache, weswegen wir auch gerade die Haube aufhaben. Weil, ja, leider ist die Karre oder hat die Plattform vom Golf 5, S3 AP und so das Problem mit einerseits Rahmen. Deswegen kriegt er auch eine dünne Antriebswelle auf die Beifahrerseite. Andererseits auch mit Platz hier vorne. Und ich habe ja gesagt, er soll TÜV-konform werden. Und ihr seht schon, selbst die Winterfelgen, die nicht breit sind, stehen schon weit außen. Und das wird dann irgendwann mit Lenken nichts mehr auf 0 Bar, weswegen wir die leider verbreitern müssen. Ich bin da selbst nicht der Riesenfan von, weil dadurch hast du breite Backen vorne und hinten ist er halt noch schmal. Aber es muss, das muss, vor allem, wenn ich einen Daily fahren will und überall damit hinkommen möchte. Deswegen haben wir uns diese schönen Stücke geholt von den Jungs Mädels von SS Tech, nämlich in GFK verbreitete Kotflügel für vorne. Ihr seht, die haben ein bisschen mehr Ausbeutung vorne, 3 cm breiter sind die. Vorteil ist, dadurch wird der Wagen TÜV-konform. Und, naja, wir haben auch den Vorteil, wir können tiefer fahren. Also sehen wir es so, es gibt auch positive Sachen von breiten Kotflügeln, die nicht nur den TÜV tun. Ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend, ja, wir werden jetzt erstmal anfangen, die Front runter zu machen, weil die muss dafür runter. Sonst kriegen wir die Kotflügel nicht lose. Und ja, das werden wir jetzt erstmal machen. Das ist der Plan. Da hinten unter der Plane liegen nämlich schon die Felgen, die wir jetzt geholt haben. Weil ich hatte erst TTS-Felgen geplant, aber die darf ich ja nicht drauf fahren. Weil ich merkte aber, dass ich einen 40-Tonner fahre. Danke, Audi. Und deswegen, die seht ihr aber am Ende, wenn wir das Fahrwerk erst drin haben, weil das dann kommt, wie cool, das seht ihr dann. Aber jetzt fangen wir erstmal an, Front runter und ja, Schläuche verlegen und dann kommt er auf die Böcke und dann können wir nach und nach mit dem anderen Klumpatsch anfangen. Put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Wintertime, rock a cold fleece. Pocket fat, that's OG. So, wir haben den nächsten Tag in der Halle. Wir haben gestern Abend soweit alles fertig gekriegt, was die Front angeht, also die ganze Front runtergruppt, weil für die Kotflügel haben wir wirklich gesehen, muss wirklich alles runter, Stoßstange, Scheinwerfer, alles. Und die Luftleitungen sind fertig verlegt. Auch so, dass sie nirgendwo drankommen, dass sie genug Spielraum haben, allem drum und dran. Ihr seht, kommt hier unten am Dämpfer vorbei und allem drum und dran, dass auch nirgendwo an Antriebswellen, bewegbare Gelenke kommen oder, weil die dürfen natürlich keinen Kontakt hier zur sonstigen bekommen, sonst knallen wir nämlich wunderbar bei der Fahrt irgendwann auf den Boden. Deswegen, die sind alle drin, sind fertig verlegt, deswegen können wir heute, deswegen steht auch schon so mittig in der Halle, ja, die wunderbaren Böcke drunter packen und dann geht es gleich an den Fahrwerkseinbau. Und wir hoffen, also wir beten, dass die Schrauben alle rauskommen. Wer jetzt schon mal Fahrwerk ausgebaut weiß, je nachdem, kann das ein bisschen Fuckelscheiße werden. Man muss vorher sagen, das Fahrwerk war schon mal draußen, hängt nämlich ein Low-Tech drin, aber das ist vom Zuschauer auch nicht mehr lecker. Und deswegen hoffen wir. Ich weiß nicht, welcher Vorbesitzer das Ding reingekloppt hat, deswegen müssen wir jetzt mal abwarten. Wenn es der letzte war, dann kriegt man die vielleicht noch gelöst, dann dürfte es noch nicht so festgepappt sein. Aber das machen wir jetzt gleich erstmal auf Böcke und ja, dann nehmen wir euch dann gleich mit. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'. Put on for the whole city. Yeah, I got them rockin' with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'.
Ja, und mit diesem wunderbaren Clip, wir kommen am Ende dieses wunderbaren Videos. Ja, der Airwide-Einbau hat sich ein bisschen gezogen, liebe Frau. Der Einbau hat sich nicht gezogen, das Airwide funktioniert auch wunderbar. Ich zeige euch gleich auch alle Details, die wir haben. So, wir hatten so ein paar Problematiken, die ich auch gleich erkläre. Das ist jetzt so der fertige Umbau, wie ihr seht. Wie gesagt, Bildstein, Luftfahrwerk drin von der Firma 0 Bar haben wir jetzt hier verbaut. Und das Ganze, wirklich so wie er jetzt hier komplett steht, ist 100% TÜV-konform. Also wir sind rollbar, lenkbar, liegen nirgendwo an, er schleift nichts, gar nichts. Wir haben auch genug Platz, dank den breiten SRS-Tech-Code-Flügeln auf 0 Bar, dass wir hier eben noch ein bisschen lenken können. Und ja, somit ist der TÜV hiermit auf jeden Fall happy. Und ich muss sagen, ich war ja immer, deswegen mein alter S3 war ja nicht unbedingt ganz TÜV-konform vom Fahrwerk, nicht so der Freund von, yo, wir bauen das TÜV-konform, weil TÜV-konform geht nicht tief. Und ja, ich würde sagen, ja, vielleicht haben wir ein bisschen vertan, vielleicht geht das doch schon ein bisschen tiefer. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir auf jeden Fall am Dauer noch machen werden. So kommt von vorn an die Front und an die Seite noch die Maxen-Design-Teile von Lip und kleine Seitenschweller. Dadurch haben wir noch optisch ein bisschen tiefer rausgeholt. Weil an sich vom Rand mit dem Kotflügelkantenausschnitt, finde ich, steht da schon erst recht hinten. Ich sag mal, sehr nett, würde ich mal behaupten. Aber eben vom Bodykit. Aber da ist eben das Luftfahrwerk kein Problem, sondern eben ja das allgemeine Design des S3 RP, das leider dafür sorgt, dass die Front nicht so tief kommt. Zum Beispiel die RS3 sind vorne ein gutes Stück nochmal tiefer, aufgrund eben des Designs der Stoßstange und der Schweller. Aber wie gesagt, da werden wir noch ein bisschen nachhelfen. So, jetzt kommen wir zu der Problematik, warum sich das Video sich so verzogen hat. Ihr seht auch, ich stehe auf Winterreifen und nicht auf Sommerreifen. Wir hatten ein paar Probleme mit unserem Auto. Ja, wir haben erst gedacht, wir haben irgendwas kaputt gemacht beim Ablassen. Beim ersten Mal, Wagen ist jetzt 12 Jahre alt, kann passieren, weil wir, als wir mit den GTPs losgefahren sind, kurz mal Proberunde gedreht mit dem Airwide, hatten wir plötzlich so ein Bop-Bop, so ein Rutschgeräusch und so ein Stottern. Und wir haben gedacht, irgendein Antriebswellengelenk, irgendein Antriebswelle ausgeschlagen. Von mir aus kann passieren, der Wagen ist ein bisschen älter, hat ein paar Kilometer auf dem Buckel. Von mir aus Verschleiß. Und ja, wir haben das dann probiert, geguckt, die Antriebswellen und allem drum und dran. Und ja, Mikes Vater hat hier komplett über drüber geguckt. Mikes Vater arbeitet bei Audi und hat nichts entdeckt. Also Antriebswellen, alle Taco, liegt auch nichts an, nicht schleift, gar nichts. Und wir sind so komplett verwundert, was ist denn das jetzt? Deswegen hat es sich so gezogen, weil wir einfach das Problem nicht gefunden haben. Und dann kam, jo, probier noch mal den Winterreifen. Und ja, tada, Problem gelöst. Plötzlich war nichts mehr. Geräusche weg, fuhr sich wie eine Eins.
Und ja, jetzt haben wir das Problem wohl gefunden, weil mein Auto eine Kackmimose ist, aber es ist ja wieder eins meiner Autos, es geht ja nicht ohne Probleme. Die GTP ist ja nicht das Problem. Schöne Felgen, alles geil, werden auch cool, wenn die draufkommen. Wir haben hier momentan Goodyear Eagle F1 montiert. Und das sind an sich echt gute Reifen, vor allem nicht allzu günstige. Und dort in einem gut, Profil auch noch soweit in Ordnung. Innen ein bisschen abgefahren, weil der Vorbesitzer die auf dem Golf 5R32 ein bisschen Sturz gefahren ist. Aber wie gesagt, an sich am Reifen ist der Reifen wirklich, hat keine Probleme, nix. Und ja, anscheinend mag mein Auto einfach die Goodyears nicht. Kann ich euch nicht erklären, wie. Wir haben uns da ein bisschen informiert. Anscheinend gibt es ein paar Autos, wo die Probleme machen können. Und auch Max Völler meinte, jo, wir haben bei Audi manchmal mit dem Allrad und so, kann das gerne mal passieren, dass bestimmte Reifenkombinationen den Wagen durcheinander bringen. Und um das natürlich zu testen, weil wir sagen, okay, irgendwas ist da jetzt, das kann doch jetzt nicht an den Reifen liegen. Ja, haben wir rausgefunden, kann es auf jeden Fall, weil Mike hat ja hier für seinen 7er GTI sich diese wunderbaren BBS Speedlines geholt. Wunderschön. Und ja, hier sind Nexen drauf. Maße der Felgen sind exakt gleich, auch 8,5x19 ET48, aber eben Nexen drauf. Und die haben wir dann mal kurz montiert. Und ja, was soll ich sagen? Auch damit keine Geräusche. Deswegen sind hier gerade neue Reifen für bestellt und deswegen sind momentan die Winterreifen drauf und nicht die Sommerreifen. Gut, wenn wir aktuelles Wetter bedenken, ist das vielleicht gar nicht so eine dumme Entscheidung, vielleicht Winterreifen gefahren zu haben. Aber ja, deswegen steht er momentan nicht auf dem GTP. Da werde ich euch aber noch ein kleines Update-Video nachreichen, sobald wir die drauf haben. Ja, kommen wir jetzt mal ganz kurz dazu, was wir jetzt alles gemacht haben. Wie gesagt, wir haben Bilstein Airwhite verbaut, vorne und hinten. Gibt es eben bei 0 Bar. Links packe ich euch alle mal unten rein. Dann vorne die Kotflügel von SAS Tech verbaut. Die sind 13 Meter pro Seite breite und, muss man wirklich sagen, sehr, sehr passgenau. Also wir haben hier und da noch ein bisschen komische Spaltmaße, aber der ganze Wagen, kommt dieses Jahr noch zum Lackierer, weil wir überall so ein paar Stellen haben, die mir nicht gefallen, und poliert kriegen wir das alles nicht mehr raus. Heißt, er wird dieses Jahr einmal komplett neu lackiert. Weißton wird es wieder, ob Metallic oder Uni, gucke ich noch. Aber dementsprechend werden die eh noch lackiert und der Lackierer wird die auch nochmal anpassen. Die Jungs vom Lackierbetrieb höher haben da ein Händchen für. Wir haben die jetzt halt schon mal so grob angepasst, passen auch wirklich, wie gesagt, sehr gut. Erst recht, wenn du keine Ahnung vom Kostriebau hast, kriegst du die echt sehr schön montiert. Und ja, von der Form muss ich auch sagen, gefallen die mir sehr gut. Ich hatte nämlich an meinem letzten Golf 5 GTI am Anfang auch breite Kotflügel drauf von Timeless. Timeless kann ich leider nicht empfehlen. Und die haben das Problem, die waren nur oben breiter. Das bringt einem natürlich überhaupt nichts, weil hier nicht das Problem ist, wo man den Platz herholen muss meistens, sondern hier vorne an der Stoßstange, weil hier gibt es diese Übergangskante, wo die Beine zu verschraubt sind. Da kommt man dann gerne, wenn man tiefer drankommt, eben mit dem Reifen dran. Und der SAS der Kotflügel schafft es, ja, ihr seht, die Stoßstange wunderbar mit rauszuziehen, ohne dass es unförmig wirkt. Das finde ich sehr, sehr krass. Also der macht wirklich eine gute Arbeit. Also Hut ab an SAS-Tech. Der höhere Preis, den ich dafür gezahlt habe, hat sich auf jeden Fall gelohnt und passend. Ja, Radausschalen sind noch keine drin. Die müssen wir noch anpassen, beziehungsweise muss ich noch zum Teil neue holen, weil meine alten ein bisschen demoliert sind. Da werden wir auf jeden Fall noch anpassen, weil original haben die, ihr seht, schon so eine leichte Schale drin. Und da müssen wir eben die original dran anpassen. So, dann kommen wir in den Kofferraum. Der ist noch nicht ganz final, da bin ich gerade noch dran. Hier seht ihr, der Plattenabstand ist noch nicht ganz optimal, hier müssen wir noch ein bisschen was machen. Das System an sich funktioniert aber. Wir haben hier, warte, ich hole mal kurz eine Taschenlampe. Genau, wir haben nämlich hier von den Jungs von Black, da hatte ich auch meinen Halter für die Airlift-Steuerung beim letzten Audi her. Die haben nämlich so coole Platten hier für oben, für die Airlift-Steuerung, die man customizen kann. Und da meine Felgen, kennen die rot sind, dachte ich mir, jo, warum nicht eine rote Platte? Deswegen haben wir das ein bisschen angepasst. Das auf jeden Fall so zum Ausbau im Kofferraum. Dann, Innenraum habt ihr ja soweit schon gesehen. Ich zeige euch aber kurz mal das, also nicht finale Ergebnis, wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich immer noch das Ding hier mit dem Kabel, ja, über die Mittelkonsole liegen. Das wird hier noch schön durchverlegt, dass das Kabel hier irgendwo rauskommt und nicht so viel wirrbar ist. Aber es funktioniert zumindest alles und ich fahre das Ding jetzt seit knapp einer Woche im Alltagsbetrieb und kann mich nicht meckern. Also Fahrkomfort ist wirklich gut, vor allem, dass es gebraucht ist. Natürlich, wenn ihr es neu kauft, könnt euch ausmalen, wird es natürlich nur besser sein. Aber im Allgemeinen bin ich super, super zufrieden. Fahrkomfort ist super. Wir fahren eine extrem niedrige Höhe. Also vorne fahre ich gerade mal 1,6 Bar oder sowas, um fahrbar zu sein aufgrund der Kotflügel. Und dafür müssen wir hinten ein bisschen mehr machen, damit es sich komplett hängerarschmäßig aussieht. Aber auf jeden Fall super komfortables Fahrwerk. Ja, soweit an sich fertig. Wie gesagt, Updates mit den Felgen gebe ich euch nochmal, wie er dann aussieht. Weil da haben wir noch ein bisschen was gefunden, das war wegen Tiefe und sowas. Wie gesagt, so alles 100% TÜV-konform, super geil. Und ja, wunderbar, den Rest ein bisschen fertig machen, noch ein bisschen schöner machen, Lippe dran, dies, das. Und dann kommt er dieses Jahr noch zum Lackierer. Aber das seht ihr dann alles. Für dieses Video bin ich auf jeden Fall raus. Könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn so findet. Wie gesagt, ich finde, es ist kurz gut geworden. Verabschiede mich für dieses wunderbare Video. Bedanke mich natürlich wieder für alle, die mitgeholfen haben. Den Mike, den Dokan und den Basti, die haben mir wunderbar geholfen. Das so alles gut. Und der Memo, stimmt, der hat ja auch noch die Fahrkabelung gemacht. Dass alles so gut funktioniert hat. Und ja, wie gesagt, komische Probleme gibt es halt immer. Wäre langweilig ohne. Und damit bin ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.